Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Dragon Age Origins. Wir sind in Aal Eamons Anwesen wieder mal. Und ich glaube, genau, wir stehen kurz vorm Landing. Aal Eamon ist schon mal vorgegangen und wir kommen gleich hinterher. Alistair steht auch noch hier. Mal schauen, ob das Ganze mit der Hochzeit zwischen ihm und der Königin funktioniert und was genau wir da alles so machen werden. Ich erinnere mich auch immer wieder daran, dass irgendwann mal jemand von euch einen Kommentar geschrieben hat, von wegen so, ja, mehr als 60 Folgen wären es wahrscheinlich nicht. Wir sind bei Folge 61, hallo. Aber ich finde es auch immer noch faszinierend, wie linear eigentlich die Storyline ist. Also wir wussten ja eigentlich von Anfang an, worauf es hinauslaufen wird. Also wir haben die ganzen Leute zusammengetragen von den verschiedenen Gruppen, also die Zwerge, die Elfen, die Magier und sowas und gehen halt eben auf diesen Kampf zu und auf dieses Landing und sowas, um halt eben unsere Interessen durchzusetzen. Also ich hätte halt irgendwie mit einer komplexeren Story gerechnet. Also ich hätte nicht gedacht, dass das, was am Anfang gesagt wird, was passiert, auch tatsächlich das ist, woran wir arbeiten. Deswegen hätte ich auch nicht gedacht, dass das quasi nur so wenige Folgen sind. Also dass wir ja jetzt mit dem Landing und sowas, und ich weiß nicht, ob wir damit am Ende noch eine Schlacht haben werden, dass wir damit aufs Ende zugehen. Ich meine, es stört mich nicht, aber ja, irgendwie, ich weiß nicht. Ich meine, das Spiel ist ja auch ein bisschen älter. Ich habe irgendwie mit einer komplexeren Story gerechnet, ich weiß auch nicht. Nichts gegen die Story, aber ja. Hallo, Alistair, was sagst du eigentlich zu dem ganzen Ding? Hoffentlich erwartet Eamon nicht, dass ich eine Rede halte. Beim Erbauer, vermutlich erwartet er das, oder? Alistair, der kein König sein möchte. Aber Aal Eamon ist ja begeistert davon. Er möchte ja unbedingt, dass er ein König wird. Deswegen weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht. Wahrscheinlich müssen wir uns am Ende dann für einen der beiden entscheiden. Da bin ich mir auch noch nicht sicher, was ich da dann möchte. So, Alistair nehmen wir auf jeden Fall mit. Wen nehmen wir noch mit? Wynn. Ich würde immer Wynn mitnehmen. Wenn wir zum Landing gehen, nehmen wir vielleicht nicht Morrigan. Vielleicht lieber nicht. Vielleicht Ogryn. Ah, dann hätten wir aber zwei Nahkämpfer. Vielleicht Liliana. In der Tat. Weil sie ja noch mal ein bisschen... sie ist noch ein bisschen geerdeter und ruhiger. Und nicht so aufbrausend oder... intrigant? Ich weiß nicht. Vielleicht nehmen wir nicht unseren früheren Auftragsmörder mit. Oder die Magierin, die am liebsten alle umbringen will. Und wie gesagt, Ogryn ist mir, glaube ich, zu ähnlich zu Alistair. So für Kämpfe. Ich weiß nicht, was für Kämpfe wir sonst noch so machen müssen. Aber ich kann die Leute leveln. Das ist natürlich sehr schön. Ich glaube, dir gebe ich einfach noch weiter Stärke, oder? Vielleicht hilft ihr auch ein bisschen Klugheit, Alistair. So ist es nicht. Können vielleicht Kräfte sammeln. Verteidigungsbonus. Befreiung. Weniger bedrohlich brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Sturmangriff. Ja, das klingt doch gut. So, dann haben wir noch die gute Wynn. Da würde ich vielleicht in Richtung... Willenskraft und Magie gehen. Und vielleicht geben wir noch ein bisschen mehr Konstitution. Das kann nicht schaden. Und dann permanenter Bonus auf Zauberkraft. Das klingt natürlich nicht schlecht. Versteinerung klingt auch nicht schlecht. Ah ja, komm, wir geben ihr ja keine Meisterschaft. Das darf sie gerne haben. Und Liliana. Sie könnte eine Duellantin werden oder Assassine. Naja, aber wir gehen ja eigentlich nicht... Sturm und Effizienz. Schwache, aber präzise Angriffe. Ich meine, es schadet ja nicht, oder? Plus zwei Geschicklichkeit, plus eins Schadentreffer. Ja, es schadet ja nicht, wenn sie Duellantin lernt. Dann würde ich mit ihr auch noch ein bisschen mehr Geschicklichkeit lernen. Und Willenskraft. Und ich gebe auch noch ein bisschen Konstitution. So, was könnte sie denn noch lernen?
Mechanische Expertise? Nee, sowas brauchst du eigentlich nicht. Pfeil der Vernichtung. Das klingt gut. Okay. Ja, gut. Dann können wir damit doch einfach weitergehen. Wo müssen wir nochmal hin? Wir gehen mal zur Karte der Stadt. Wir müssen ja wahrscheinlich irgendwie zum Palast oder so. Zwergenhandwerk. Feinstes Zwergenhandwerk. Und die ganzen Sachen finden. Das Landding finden. Wo auch immer wir dafür hin müssen. Ich würde sagen, da. Zum königlichen Palast. Schauplatz des Landings. Ja, das klingt doch gut. Haben wir da noch einen Kampf auf dem Weg? Oder kommen wir da einfach so hin? Mal sehen. Mal sehen. Aha. Aber bisher sieht's gut aus. Hey, wir werden nicht angegriffen. Die Situation überrascht mich nicht. Und Alistair, wenn ihr auch nur ansatzweise als Mariks Sohn anerkannt werden wollt, solltet ihr dann nicht bereits beim Landing sein? Ihr habt dieses Land zerrissen, euch meinem Herrn entgegengestellt und niemals zu verstehen versucht, warum er für Ferelden ein Volksheld ist. Aber glaubt nicht, dass ihr an mir vorbeikommt, um auch noch das Landing zu entehren. Der Adel von Ferelden wird meinen Herrn als Regenten bestätigen. Und der Spuk hat endlich ein Ende. Sobald ihr von der Bildfläche verschwunden seid. Wie könnt ihr den Mann unterstützen, der euren König getötet hat? Kaelin war ein Narr. Ein verwöhntes Kind, das im Palast seiner Vorfahren aufwuchs, ohne zu wissen, was es heißt, verfolgt zu werden und zu hungern. Vielleicht haben ihn die grauen Wächter getötet. Oder mein Herr ließ ihn an seiner eigenen Dummheit sterben. Jedenfalls hat es Ferelden vermutlich gerettet. Okay. Ja, einfach schlecht über den früheren König reden. Ich meine, ne, Monarchien sind jetzt nicht unbedingt immer das Beste. Kann man auf jeden Fall hinterfragen. Aber den nächstbesten Typen zu verehren, ist, glaube ich, nicht die Lösung. Um seinen Krieg zu finanzieren, hat er sein eigenes Volk in die Sklaverei verkauft. Was hätte er tun sollen? Ihr und Eamon habt ihn fortwährend bedrängt. Wow. Und der Kampf gegen euch hat ihn sehr viel gekostet. Aha. Er wollte keinen Bürgerkrieg. Nach Kaelins Tod hätten alle zum Kampf gegen die dunkle Brut antreten sollen, ohne Orlais um Hilfe anzuflehen. Er hat nicht erwartet, dass Mariks Bastard den Thron beanspruchen und diesen Krieg erzwingen würde. Ist das jetzt ihre Rechtfertigung für Sklaverei? Wow. Ganz schön, also... Wenn das eine Rechtfertigung sein soll, war die aber ganz schön schwach. Wie rechtfertigt ihr es, dass Aalhau seine Untertanen gefoltert hat? Für euch ist Krieg ganz einfach, nicht wahr, Wächter? Ihr kämpft ja auch nur gegen Monster und niemand weint einem Ungeheuer eine Träne nach. Folter ist grausam. Aber manchmal erfährt man nur dadurch, was der Feind vorhat. Und es ist viel schwieriger, Feinde zu erkennen, wenn sie alle aussehen wie man selbst. Okay, also ihre Logik erschließt sich mir wirklich nicht. Sie wirft mir vor, dass ich nur gegen eindeutige Monster kämpfe, die definitiv Leute umbringen wollen und die halt aggressiv sind, während Aalhau, dieser tapfere Mensch, gegen andere Leute gekämpft hat, die auch nicht unbedingt böse sind. Und dann muss man Leute halt mal foltern, um herauszufinden, ob sie es sind oder nicht. Wow, also... Die dreht sich die Welt aber wirklich, wie sie ihr gefällt. Weiß ich nicht. Also ich meine, klar, also es ist nicht nur so, als ob wir nur Monster besiegt hätten oder bekämpft hätten. Aber ich würde zumindest behaupten, wir haben bisher nur Leute angegriffen, die uns auch zuerst angegriffen haben. So verteidigungsmäßig. Kann mich aber auch irren. aber egal. Lasst uns das Gespräch beenden. Ich kann damit die Bedrohung beenden, die ihr für Ferelden darstellt. An die Waffen, Männer! Na, das will ich erstmal sehen, ob du das kannst. Das glaube ich ja ehrlich gesagt gerade nicht so. Wir kämpfen mal gegen den da. Los geht's. Ich hoffe, ihr anderen schafft das einfach irgendwie. Ja, genau, sehr gut. Geh woanders hin. So. Wir kommen schon klar. Okay, kannst du mal eine Gruppenheilung machen?
Sehr schön. Das machst du sehr gut. Dann du kannst vielleicht schon mal zum nächsten rennen. Guck mal, da hinten haben wir doch jemanden. Den kannst du vielleicht angreifen. Und du machst mal hier die Wachen von Logan nach und nach fertig. Sehr schön. Wen haben wir hier? Können wir auch mal angreifen. Du kommst klar, oder? Ja, du machst das schon gut. Da müssen wir nicht weiterhelfen. Wir könnten allerdings Alistair helfen mal wieder. Immer Alistair helfen. Ich kannst du dir auch noch mal einen Wundumschlag reinziehen. Auch immer eine gute Idee. Duncan ist auch fein dabei. Das freut mich immer zu sehen. Alistair wird immer fertig gemacht, ey. Unglaublich. Können wir dem nicht auch? Was hatten wir da? Lebenswächter auf Alistair machen. Oh. Okay. So viel dazu. Bye. Ich belebe ihn gleich wieder, soweit ich kann. So. Da haben wir es. Wiederbelebung auf Alistair. Bitte sehr, kämpf weiter. So, können wir dich angreifen? Ich glaube, du bräuchtest mal ein bisschen Lyrium. Ah, du müsstest dich vor allem heilen. Puh, das war sehr knapp. Oh Mann. Und Liliana ist down. Das ist okay. Damit kommen wir schon klar. Solange die anderen beiden nicht sterben. Ich mache nochmal eine Gruppenheilung. Sehr gut. Wen haben wir denn noch? Haben wir jetzt nur noch die eine? Ja, ne? Jetzt haben wir nur noch die hier. Das schaffen wir. Das schaffen wir ja wohl zu dritt. Ja, guck mal, sie liegt auf dem Boden. Die kann gar nichts. Die ist gleich... Hat sie gerade gesagt, sie ist zu alt dafür? Oder hat Windows gesagt? Upp. Okay, wir haben es geschafft. Ist das alles mein Blut? Ist das alles mein Blut, sagt er. So, okay. Was möchtet ihr? Ich hoffe, ihr habt alle keine Wunden. Sieht gut aus. Sehr schön. Gut, das lief doch ganz in Ordnung. Außer, dass hier Leute zwischenzeitlich zu Boden gegangen sind. Aber das passiert. Dafür haben wir Wind dabei. Bin sehr, sehr froh, dass ihr mir vor einer Weile dazu geraten habt, sie mitzunehmen. Weil, ja, mit Wind ist alles besser. Ich wollte auch einmal gucken. Wir haben doch diese... Wir haben doch mit Alistair diese Rüstung. Wann kann ich denn diese Rüstung tragen? Moloch. Ich kann die Moloch-Rüstung tragen, glaube ich. Plattenhandschuhe, Stiefel, Plattenrüstung. Oh mein Gott. Schild des Templer-Kommandanten. Das ist auch besser als das. Wir haben jetzt die 38 Stärke erreicht, die wir brauchten dafür. Das ist natürlich nice. Ihr könnt eigentlich auch Helme tragen und so. Ja, das wäre vielleicht ganz gut. Ring der Selektion. Guck mal, du kannst eigentlich auch noch einen Ring tragen, wenn du möchtest. Wir haben noch die Option dafür frei. Okay. Das ist doch schön. Dass Alistair jetzt in seiner neuen Rüstung erstrahlt. Oh, die sieht schön aus, Alistair. Die steht dir gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir aber sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, können wir weitermachen, oder? Lords und Ladies des Lanting. Tern Logan will, dass wir aus Angst unsere Freiheit und unsere Traditionen aufgeben. Er trägt Schuld an der Misere. Dennoch sollen wir unser Schicksal in seine Hände legen? Müssen wir alle Vorteile unseres Landes opfern, um es zu retten? Das klingt ein bisschen privilegiert. Schöner Auftritt, Eamon. Aber keiner hier ist davon ergriffen. Ihr wollt eine Marionette auf den Thron setzen und jeder hier weiß das. Die wichtigere Frage lautet, wer zieht dann die Fäden? Ah, und da haben wir den Puppenspieler. Hi. Sagt uns, Wächter, wie werden die Olesianer unser Land übernehmen?
Schicken Sie Truppen oder lassen Sie Ihre Befehle einfach von diesem Möchtegern-Prinzen verkünden? Wen meint eigentlich die, also... Wie viel von Fereldons Blut kann man derzeit mit orlesianischem Gold kaufen? Ich habe noch nie verstanden, ich habe diese gesamte Zeit nicht verstanden, was er mit Orley hat. Woher seine Behauptung kommt, dass wir mit denen zu tun hätten, wer das überhaupt ist, halt was er damit bezwecken will. Ich hab keine Ahnung, woher seine komischen Gerüchte kommen. Das habe ich noch nicht verstanden. Die Verderbnis ist die Bedrohung, nicht Orley. In meinem Benauen sind inzwischen genug Flüchtlinge, um dies ausreichend zu untermauern. Der Süden ist gefallen, Loghain. Soll die dunkle Brut das ganze Land überrennen, weil ihr Orley fürchtet? Nice. Die Verderbnis ist in der Tat real, Wulf. Aber brauchen wir die grauen Wächter, um sie zu bekämpfen? Ja. Sie behaupten, nur sie könnten die Verderbnis beenden. Genau. Dennoch haben sie gegen die dunkle Brut bei Ostagar nachgerade spektakulär versagt. Und jetzt wollen sie 4 Legionen Chevaliers mitbringen. Und wenn wir unsere Grenzen den Chevalier einmal geöffnet haben, werden sie dann nach dem Kampf einfach so wieder in ihre Heimat zurückkehren? Okay, klassische Ausländerfeindlichkeit-Rhetorik. So, wir brauchen sie vielleicht jetzt, aber gehen sie dann auch wieder weg, wenn wir sie nicht mehr brauchen? ja. Und ich finde es auch schön, die Niederlage bei Ostagar jetzt den wenigen, viel zu schwachen grauen Wächtern in die Schuhe zu schieben, anstatt ihm und seinen Truppen, die auch dabei waren. Halt, keine Ahnung, wir sind halt viel zu wenige graue Wächter. Wie sollen wir das in der geringen Zahl irgendwie schaffen? Man könnte man jetzt natürlich auch argumentieren, dass wir das auch jetzt nicht können, aber trotzdem. Also wir können ihm verschiedene Sachen vorwerfen. Wir können ihm das mit der Schlacht vorwerfen. Ich finde eigentlich das mit der Sklaverei schon ziemlich krass. Und das ist auch am frischesten für uns, weil das haben wir jetzt am neuesten herausgefunden. Was meint ihr? In Ferelden gibt es keine Sklaverei? Erklärt euch. Das Gesindeviertel kann nicht gerettet werden. Der Schaden durch den Aufstand ist noch nicht behoben. In den Häusern verrotten Leichen. Dorthin würde ich meinen schlimmsten Feind nicht schicken. Wir können es nicht halten, wenn die Verderbnis kommt. Das ist unfassbar. Egal, was ihr davon haltet, Wächter. Ich habe meine Pflicht erfüllt. Ungeachtet meines Bedauerns für die Elfen, habe ich getan, was zum Wohle Fereldens notwendig war. Ich finde das sehr krass, wie die in diesem Spiel Sklaverei argumentieren wollen und schönreden wollen. War es auch ihre Pflicht, einen Abtrünnigen auszusenden, der ihm ihn vergiftet? Ich versichere euch, Wächter, wenn ich jemanden aussende, dann meine eigenen Soldaten. Der Verschwiegenheit eines Abtrünnigen würde ich niemals trauen. Wirklich? Das sieht mein Bruder aber ganz anders. Er sagt, ihr hättet einen Blutmagier vor der Rechtsprechung durch die Kirche bewacht. Nur Zufall? Die Kirche wird das nicht einfach übersehen, Taryn Loghain. Die Störung der heiligen Pflicht eines Templers ist Verrat am Erbauer. Für alles, was ich getan habe, werde ich mich später rechtfertigen. Doch zunächst will ich wissen, was dieser Wächter mit meiner Tochter gemacht hat. Einfach komplett ignorieren, was ihm vorgeworfen wird. Sehr, sehr schön. Ich finde es auch super, wenn die anderen halt irgendwie quasi uns zustimmen, dass sie halt irgendwie so mit ins Gespräch reinkommen und ihm auch diese Vorwürfe machen. Das finde ich sehr schön. Was habe ich getan? Ich habe sie für euch beschützt. Ihr habt meine Tochter, unsere Königin, gewaltsam entführt und dabei ihre Wachen getötet. Was habt ihr getan, damit sie bei euch bleibt? Lebt sie überhaupt noch? Ich kann durchaus für mich selbst sprechen. Lords und Ladies von Ferelden, hört mich an. Mein Vater ist nicht mehr der, den ihr kennt. Dieser Mann ist nicht der Held der Schlacht am Dane. Dieser Mann hat seine Truppen abgezogen und euren König nicht beschützt, als dieser tapfer gegen die dunkle Brut kämpfte. Dieser Mann hat Caelans Thron bestiegen, noch bevor seine Leiche kalt war, und mich eingesperrt, damit ich seinen Verrat nicht kundtun konnte. Ich wäre bereits getötet worden, wenn dieser graue Wächter nicht gewesen wäre. Die Königin sagt die Wahrheit. Der Einfluss des Wächters hat also sogar deinen Geist vergiftet, Anora?
Davor wollte ich dich beschützen. Lords und Ladies, unser Land wurde schon früher bedroht. Es wurde zahllose Male verloren und wieder zurückerobert. Wir aus Ferelden haben bewiesen, dass niemand uns wahrhaft erobern kann, solange wir vereint sind. Wir dürfen jetzt keine Spaltung zulassen. Haltet zu mir, dann werden wir sogar die Verderbnis besiegen. Aha. Weiß ich ja nicht. Südhang unterstützt die Grauen Wächter. Nice. Das wache Meer hält zu dem Grauen Wächter. Drachengipfel unterstützt den Wächter. Die Westhügel bauen auf die Wächter. Möge der Erbauer... Es sind alle auf unserer Seite. Ich halte zu Logan. Er ist unsere einzige Hoffnung auf den Sieg. Ich halte zum Wächter. Die Verderbnis naht. Wir brauchen die Grauen Wächter. Okay, also bis auf eine Person haben alle anderen Gruppen oder halten alle anderen Gruppen zu uns. Ich finde, das ist eine sehr gute Bilanz. Ich bin da sehr glücklich darüber, dass die Leute auch auf unserer Seite sind, dass sie uns den Rücken stärken. Ich wusste, das Volk von Ferelden würde das Richtige tun. Verräter! Wer von euch hat sich denn gegen den Kaiser von Orlais gestellt, als seine Truppen mit Orlais und eure Frauen vergewaltigten? Ihr habt einst an unserer Seite gekämpft, Eamon. Das Land lag euch am Herzen. Aber jetzt seid ihr so alt und fett und selbstzufrieden, dass ihr die Gefahren nicht mehr seht. Keiner von euch hat es verdient, sich in dieser Angelegenheit zu äußern. Keiner von euch hat für dieses Land Blut vergossen, so wie ich es getan habe. Wie könnt ihr es wagen, mich zu verurteilen? Ach so, das heißt, niemand außer ihm weiß Bescheid. Die Meinung von allen anderen ist also komplett egal, weil er der Einzige ist, der die Situation tatsächlich beurteilen kann. Ist das seine Aussage? Das ist natürlich richtig nett, Logan. Ruft eure Männer zurück, dann klären wir die Sache ehrenhaft. Okay, ist das jetzt ein One-on-One-Duell und das andere ist ein Gesamtduell? Das sind scheinbar meine einzigen Optionen. Na gut. Dann lasst es uns beenden. Wir wussten wohl beide, dass es dazu kommen würde. Der Wert eines Mannes ergibt sich aus der Größe seiner Feinde. Das hat Marek mal zu mir gesagt. Ich frage mich, ob das eher für euch oder für mich ein Kompliment ist. Genug, das Landting soll die Regeln des Duells nennen. Es wird traditionell erfolgen. Ein Kräftemessen im direkten Zweikampf, bis eine Seite aufgibt. Und alle hier Versammelten werden das Ergebnis akzeptieren. Als ob ich gegen ihn verlieren würde. Stellt ihr euch mir persönlich oder kämpft jemand für euch? Natürlich kämpfe ich persönlich, hallo? Lina würde ich fertig machen. Mein Barbari wird mein Streiter sein. Nein, ich schaff das selber. Die Männer werden euch oder mir folgen. Kämpfen wir darum. Macht euch bereit. Okay. Ich bin bereit. Lina in leichter Rüstung gegen diesen schwer gepanzerten Typen. Ich würde sagen, wir rennen viel durch die Gegend. Wäre jetzt so mein Gedankengang. Ah! Renn doch nicht direkt zu mir hin! So, weißt du, was wir machen? Unfairer Kampf. Als ob ich fair kämpfe. Puh! Kannst du vergessen. Wunderbar! Und wegrennen. Das Problem ist halt mit Lina, dass sie halt nicht unendlich Ausdauer hat. Das heißt, wir können nicht die ganze Zeit unsere Angriffe nutzen. Ich laufe jetzt so lange durch die Gegend. Ah, jetzt schießt er. Auch spannend. Der Bauer lenke mein... So. Bis ich wieder ein bisschen Ausdauer gesammelt habe. Yes, mach ihn fertig. Und wir gehen wieder. Haha, triffst ja nicht mal. Triffst ja nicht mal. Schlecht bist du bitte im Zielen. Au, ja, okay. B
Wie lange will er das denn probieren? Au. Ich meine, ich kann mich auch einfach heilen, ne? Ist dir klar, hoffentlich. Je länger ich mich ausruhe und ihm einfach nur ausweiche, zumindest versuche auszuweichen, desto mehr Ausdauer kann ich erholen und kann ihm dann nachher noch ein paar Special-Angriffe geben. Deine Zeit ist abgelaufen. Findest du? Ich finde, ich habe eigentlich noch ganz gut Zeit. Oder ist das hier getimed? Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, nein, Logan. Aua. Ich versuche zumindest immer so ein bisschen auszuweichen, aber so 50-50 Chance, ob ich es schaffe. Oh. Gut gemacht, sagen sie. Frech. Komm schon, ja, okay. Ich greife nochmal an. Dich mir. Trau dich. Sehr schön, machen wir das. Okay. Ah! Hat er mich umgeworfen? Frech. Aua. Oh Gott, jetzt rennt er wieder. Warum hab ich eigentlich eine Wunde? Möchte ich einmal kurz wissen. Gib mir mal eine Verletzungsausrüstung. Ach so, das ist nur der Kriegsschrei. Ja, dann doch nicht. Aber selbstverständlich. Ich dachte jetzt schon, sie hätte eine Wunde oder sowas. Das wäre natürlich ein bisschen eine Frechheit. Ich kämpfe für Ferelden. Ist nicht mehr schlecht im Zielen, muss man nie mehr lassen. Ich bin halt schlecht im Ausweichen. Normalerweise, wenn ich halt einfach im letzten Moment nochmal die Richtung wechsle, sollte ihn das eigentlich überfordern. Aber so gut bin ich halt auch nicht. Hurra! Du hast dich mit dem falschen Mann angelegt. Okay, wir versuchen es nochmal. Genau so wird es geschehen. Großartig! Komm schon. Genau so wird es. Oh, wir haben da auch noch ein Gift, oder? Dämonengift. Hehehehe, ich vergifte dich, Junge. Oh, wow, okay. Im Namen des Erbauers. So. Komm. Ich werde mir jetzt wohl fertig machen. Warte, ich heile mich nochmal kurz. Ich sollte mich auf jeden Fall heilen. Ich habe euch unterschätzt. Okay. Ich dachte, ihr werdet wie Kaelin. Ein Kind, das Krieg spielen will. Sich aus Kaelin. Ich weiß nicht, wie man wieder aussieht. Ich habe mich getäuscht. In euch wohnt eine Stärke, wie ich sie seit Mareks Tod nie mehr gesehen habe. Ich gebe auf. Ich glaube, wir haben ja Dragon Age vor über einem Jahr angefangen oder sowas. Als ob ich mich noch daran erinnere. Der war ja irgendwie in den ersten Folgen dabei. Bevor die Schlacht von Ostergar halt gestartet hat und keine Erinnerung mehr. Da war ja auch noch Duncan da. Tja, bevor er ein Hund wurde. ich nehme eure Kapitulation an. Habt ihr das gerade wirklich gesagt? Ihr wollt ihn am Leben lassen? Nach allem, was er getan hat? Tötet ihn doch! Wartet, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Der Terran ist ein Krieger und anerkannter Feldherr. Er kann uns nützlich sein. Lassen wir ihn das Beitrittsritual durchlaufen. Funktioniert das überhaupt? Er ist uns gerade... Nee, ich frage ihn, warum er überhaupt zu einem Wächter machen will. Weil, also, ja, er ist definitiv nicht loyal. Aber warum will er das? Wir sind derzeit zu dritt in ganz Ferelden. Es gibt gute Gründe dafür, so viele Wächter wie möglich zu haben, wenn es gegen den Erzdämon geht. Der Beitritt verläuft oft tödlich, nicht wahr? Wenn er überlebt, bekommt ihr einen General. Wenn nicht, bekommt ihr eure Rache. Das müsste euch doch genügen. Überhaupt nicht. Riordan, dieser Mann hat unsere Brüder im Stich gelassen und uns dafür die Schuld gegeben. Er hat uns gejagt wie Tiere. Er hat euch gefoltert. Wie können wir das einfach vergessen? Okay, Ich weiß nicht. Also klar, wir brauchen mehr graue Wächter, aber
muss jetzt Logan der sein, der dazukommt? Ich meine, schwierig. Und halt, also Alistair wirkt da auch sehr, sehr determiniert, in diese Richtung zu gehen. Zu sagen so, hey, er muss sterben. Und ich meine, wollen wir nicht Alistair unterstützen? Keine Ahnung. Also, schwierig. Ich entscheide mich mal dafür, dass er für seine Verbrechen sterben muss. Das könnt ihr nicht tun. Mein Vater mag Fehler gemacht haben, aber für das Volk ist er immer noch ein Held. Nora, lass gut sein. Es ist vorbei. Behandle mich nicht wie ein Kind. Das ist eine ernste Sache. Ja, dein Tod Töchter ist eine ernste Sache. Die Erwachsenen, Nora. Sie bleiben immer 6 Jahre alt mit Zöpfen und aufgeschlagenen Knien. Wow. Vater. Macht schnell, Wächter. Mit dem Wissen, dass Ferelden in euren Händen ist, kann ich dem Erbauer gegenübertreten. Oh. Also er ist total fein damit. So, er hat überhaupt kein Problem damit, dass er sterben wird und dass wir ihn besiegt haben. Ja dann, Alistair, ihr solltet derjenige sein, der das hier übernimmt. Ich meine, du bist der, der unbedingt möchte, dass er stirbt. Dann solltest du das auch machen. Ich schon. Das schulde ich danken. Sie wirkt nicht sehr happy. Ja, okay. Es ist also beschlossen. Alistair wird den Thron seines Vaters besteigen. Moment mal, was? Nein. Hängt die da hinten direkt? Niemand hat das beschlossen, oder? Warum hat der denn jetzt seine Armbrust gezückt? Unserem Plan, gemeinsam zu regieren. Wenn Alistair gerne auf den Thron verzichten möchte, bin ich mehr als bereit, ihn zu übernehmen. Ihr seid hierbei wohl kaum eine geeignete Vermittlerin, Anora. Wächter, werdet ihr uns helfen? Ich rede erstmal mit Alistair. Seltsam. Ich fühle mich wie damals in der Abtei, wo ich für die Übungskampfgruppe nicht als Letzter ausgewählt werden wollte. Was sollte ich eurer Meinung nach tun? Das fragt ihr mich? Ja. Ihr müsst euch zwischen Anora und mir entscheiden, richtig? Warum? Offen gestanden solltet ihr den Thron ihr zusprechen. Ich habe ihn nie gewollt. Aber es liegt an euch. Glaubt ihr wirklich, ich sollte sie auswählen? Sie scheint es immerhin zu wollen. Ich hingegen sicher nicht. Daher, ja, vielleicht? Ich weiß es nicht. Was würde euch denn zu einer besseren Wahl machen? Es war nicht mein größter Wunsch, als ich nach Denerim kam, aber ich weiß, wer unser Feind ist und was auf dem Spiel steht. Anora hat Erfahrung darin, Adlige und ausländische Abgesandte zu empfangen. Aber ich weiß mehr darüber, wie man die dunkle Brut bekämpft. Das ist ehrlich gesagt mehr ein Argument gegen das Königsein. Weil halt, du kannst, also weiß ich nicht, Alistair kann ja irgendwie die oberste Militärperson sein und halt irgendwie sich damit auskennen. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie das Volk zu regieren, benötigt eher Qualitäten, die Anora mit sich bringt. Während Alistair halt eben so kampferfahren ist und sich damit auskennt und er seine Stärken da finden sollte. Also ich bin tatsächlich auch echt eher der Meinung, dass Anora das machen sollte. Ich weiß ja nicht, was ihre Interessen sind und ob sie gegen uns ist. Aber ich meine, sie hat uns jetzt beim Landing verteidigt und sie hat zugesehen, wie ihr Vater gestorben ist und ist immer noch nicht sauer. Deswegen weiß nicht. Also ich habe das Gefühl, Alistair als König wäre eine schlechte Entscheidung, einfach weil das nicht das ist, worin er am besten ist. Seid ihr bereit, eure Freiheit aufzugeben? Wenn das der Preis für das Ende der Verderbnis ist, es ist meine Pflicht als grauer Wächter. Ich möchte auch mit Anora sprechen. Natürlich. Was macht euch zu einer besseren Wahl als Alistair? Das ist doch keine ernst gemeinte Frage. Ich habe dieses Land in den letzten Jahren praktisch allein geführt, nur ohne Titel. Ich kann über Ferelden herrschen. Alistair kann es nicht. Falls ihr ihm die Krone zusprecht, erkauft ihr uns für den Bürgerkrieg nur eine kurze Pause. Er wird bei erster Gelegenheit wieder losbrechen und erst enden, wenn eine neue Dynastie die Macht übernimmt. Das wisst ihr nicht. Ich würde ihm helfen und ihm auch. Das wäre auch nötig.
Er kann den Thron alleine nicht halten und jeder hier weiß das. Opportunisten werden ihn beobachten und darauf warten, die Macht an sich zu reißen. Seid ihr auch darauf vorbereitet? Ja, natürlich ist ihr darauf vorbereitet. Ich bin bereit, meine Wahl zu treffen. Als Vermittler in diesem Disput, wie lautet eure Entscheidung? Wer soll Ferelden führen? Alistair wird König sein und ich regiere an seiner Seite. Ja, aber ich bin immer noch dafür, Alistair und Nora wollen heiraten und gemeinsam regieren. Was ist denn mit der Idee? Pläne ändern sich. Ich könnte niemals den Mörder meines Vaters heiraten. Okay, so viel dazu. Ja, dann Nora bleibt auf dem Thron. Danke, Wächter. Es war klug von euch, in diesen schweren Zeiten. Ich meine, Alistair will das ja auch. Ferelden nicht noch länger zu unterbrechen. Als erstes muss ich als Königin darauf bestehen, dass Alistair vor dem gesamten Lanting schwört, seinen Thronanspruch und den all seiner Erben aufzugeben. Oh, ich wollte ihn sowieso nie. Will sagen, ja, natürlich. Mit Freuden. Und jetzt, Lords und Ladies von Ferelden, wir müssen eine Verderbnis besiegen und Armeen aufstellen. Diese Frau wird uns dabei anführen. Wir werden nicht zulassen, dass dieses Land weiterhin von dem Erzdämon bedroht wird. Sammelt eure Truppen und erwartet die Befehle des Wächters. Am morgigen Tage beginnen wir unseren Kampf gegen die größte Bedrohung der und wir werden siegreich sein. Denn wir sind Ferelden. Das ist doch gut. Ne? Sie sieht auf jeden Fall den Fokus im Kampf gegen die dunkle Brut. Also das ist doch auf jeden Fall sehr gut, dass sie das nicht aus den Augen verliert. Hi. Es ist also vorbei. Mein Vater ist tot. Ich hätte nie gedacht, dass er so weit gehen würde. Ich hätte nie gedacht, dass es so endet. Was für eine Verschwendung. Es tut mir leid, ich hätte mir auch ein anderes Ergebnis gewünscht. Halt, das waren meine beiden Optionen. Entweder er tritt den grauen Wächtern bei oder er stirbt. Weiß ich nicht. Ich hätte mich für weder noch entscheiden wollen, eigentlich. Es wäre möglich gewesen. Aber vorbei ist vorbei. Mein Vater wusste um die Konsequenzen seiner Handlungsweise und ich ebenso. Al Eamon ist nach Radcliffe abgereist. Er sagt, unsere Armeen haben sich fast vollständig versammelt. Ich werde selbst dorthin aufbrechen. Bringt eure Gefährten und schließt euch uns vor Schloss Radcliffe so bald wie möglich an. Ihr habt Ferelden geeint, Wächter. Jetzt geht es gegen die Verderbnis. Yay! So, die letzte Schlacht. Oh, wir können nochmal aufsteigen. Nice. Oh, wir können auch Duellantin werden. Ja, ich hab, also, da sehe ich eigentlich auch kein Problem mit. Es gibt uns Boni. Ob wir jetzt die Fähigkeit nutzen, ist was anderes. Aber halt, die Boni sind ja auf jeden Fall schon mal was, was man mitnehmen kann. Bisschen mehr Konstitution. Oh, ich kann nur Duellantin lernen. Naja, okay. Hätte gedacht, ich könnte noch Attribute steigern. Aber wir können hier nochmal was lernen. Duellkampf. Nee. Folterer. Okay, Momentum, brauchen wir... Ja, komm. Werden wir halt eine Folterin. Erfolg Elite freigeschaltet. Na dann. Was sagt denn jetzt unsere Quest? Der letzte Ansturm, die letzte Schlacht. Mach dich auf den Weg nach Radcliffe, um deine Armee vorzubereiten. Ja, die Rüstung aus Dragoschuppen, ja, okay. Das ist, glaube ich, alles nicht mehr so relevant. Aber ja, ich möchte dazu einmal nochmal sagen... dass ich tatsächlich diese Endentscheidung mit Logan, ich habe da auch schon das raus ausgewählt mit, dass er ein grauer Wächter wird und da hat mir das Ergebnis halt überhaupt nicht gefallen und deswegen habe ich das halt jetzt nochmal neu gemacht. Also ich war halt sehr, sehr unglücklich, als ich das ausgewählt habe, dass Logan grauer Wächter wird, weil dann Alistair sehr sauer auf mich ist und geht. Das fand ich keine gute Wahl, deswegen dachte ich mir, okay, dann bringt er ihn halt um, wenn er dann happy ist, so. Ja, deswegen ist das meine Wahl gewesen, hat sich vielleicht jetzt nicht so natürlich angefühlt, weil, wie gesagt, das wäre jetzt eigentlich auch nicht unbedingt meine natürliche Entscheidung gewesen. Fand beides ein bisschen weird, aber naja, können wir eigentlich mit euch nochmal reden? Ein hübsches Anwesen, nicht wahr? Du möchtest nur über das Anwesen sprechen? Ihr stört nicht. Ist Alistair noch da? Können wir mit Alistair reden vielleicht? Was er so jetzt zu sagen hat?
Hi. Der Aal ist nach Radcliffe zurückgekehrt. Jetzt wird es hier wieder richtig langweilig. Oh, vor allem, weil wir auch alle gehen werden. Wir werden alle abhauen. Hey, Alistair. Ich bin eine Weile nicht hier gewesen. Sie haben den Speisesaal umgestaltet. Beschäftigt euch etwas? Natürlich. Kann ich hier... Nope. Okay, die haben nichts Neues zu bereden. Bisschen langweilig. Naja, weiß nicht. Auf zur letzten Schlacht, hätte ich jetzt gesagt. Also gibt's irgendwie einen Grund, noch hier zu bleiben? Klar, ich könnte mich noch irgendwie, weiß ich nicht, besser ausrüsten oder sowas, aber eigentlich... ich nehme Alistair mit, ich nehme Morrigan mit und ich nehme Wynn mit. Mein Dreamteam. Das sind alle, die ich brauche, um glücklich zu sein. So, Morrigan kann noch mal ein Level abbekommen. Ich gebe dir noch ein bisschen mehr Magie und Willenskraft. Und dann Schneesturm. Kontinuierlich Kälteschaden verringert die Bewegungsgeschwindigkeit. Ha, das klingt nice. Schock. Siegel der Lähmung. Telekinetische Waffen? Krass. Fluch der Irreführung. Schlaf. Eine Todeswolke. Ich finde eigentlich das mit dem Schneesturm ganz nett. Das klingt gut. Machen wir das für sie. Ja, wie gesagt, ich könnte mich natürlich hier noch weiter ausrüsten und sowas. Goran, was hast du denn so? Willkommen zurück. Möchtet ihr euch noch etwas anderes ansehen? Wir haben nur die herausragendsten Waren, direkt aus Orsama. Jedes dieser Stücke trägt das Qualitätssiegel des Vaters meiner Frau, des besten Schmiedes in ganz Daenerim. Dass ich mir dieses ganze Gelaber anhören muss, anstatt einfach nur Sachen verkaufen zu können. Hast du irgendwie was zum Heilen? Nee, ne? Aber wir können vielleicht so Sachen von uns verkaufen. Die Templerrüstung, die zwergischen Sachen brauchen wir nicht. Genau, das wäre vielleicht mal was. Zwergenhandwerk. So, habt ihr alle eure Helme etwa nicht mehr an? Das ist natürlich nicht so gut. So. Genau, wir haben doch auch noch. Haben wir nicht auch noch irgendwie Geschenke? Ja. Feinstes Zwergenhandwerk. Vielleicht können wir ja die Geschenke noch irgendwie verteilen an die Leute. Bevor wir zu unserer letzten Schlacht aufbrechen, beziehungsweise generell einfach mal ins Lager gehen, weil wir müssen ja jetzt als nächstes zum Dorf Radcliffe. Deswegen gehen wir erstmal ins Lager und noch ein letztes Mal irgendwie miteinander quatschen, schauen, was die Leute noch so alle zu sagen haben. Das wäre doch nett. Und dann auf nach Radcliffe. So, Alistair, wie geht's dir denn? Bevor wir weitergehen, möchte ich euch etwas sagen. Was denn? Ich danke euch, dass ihr mich zu meiner Schwester gebracht habt und dass ihr danach für mich da wart und mich beruhigt habt. Ihr seid eine wahre Freundin. Ich wollte euch das nur mal sagen. Oh, wir müssen das gemeinsam durchstehen, Alistair. Wohl wahr. Ich decke euren Rücken, das wisst ihr doch. Na. Gut, nachdem das also geklärt wäre, zu euren Diensten. Süß. Natürlich. Können wir irgendwas? Nee, ne? Wir können sonst nichts Besonderes besprechen. Oh, Alistair hat +2. Wie sehr mag uns Alistair denn jetzt eigentlich? 47, Interesse. Morrigan liebt uns. 55. Wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Liliana ist uns auch zugetan. 42. Und er hat natürlich Zuneigung. Klar, sehr fragen. Und Ogryn? Ogryn ist eher so -9. Ups. Warum habe ich... Achso, das ist Dina einfach nur. Wynn? 46. Sehr schön. Was mit Liliana?
Okay. Nee, also eigentlich können uns alle relativ gut leiden. Die aktuelle Landkarte von Ferelden, eine saubere und ziemlich aktuelle Landkarte mit den Grenzen des heutigen Ferelden. Wem würde das denn gefallen? Bier. Ein Krug verwässertes Bier. Das mag doch bestimmt Ogryn, oder? Wobei verwässert. Bei meinen Ahnen, das ist ein wundervolles Geschenk. Tatsächlich mag er das. Jetzt sind wir bei plus eins. Wer würde denn die aktuelle Landkarte von Ferelden haben wollen? Vielleicht Alistair? Oh, vielen Dank. Das ist sehr nett. Okay. Kalbsknochen! Oh, da weiß ich, wer den mag. Bitte sehr. Oh. Andrastes Segen. Können wir vielleicht Liliana schenken? Oh, die freut sich doch immer über sowas. Ich danke euch sehr. Haben wir sonst noch Geschenke? Ich glaube nicht. Okay. Ja, meinetwegen. Dann sind wir die auch losgeworden. Warum kämpfst du eigentlich mit einem Stahl, mit einem Schwert und einem Dolch? Bist ein bisschen weird. Aber okay. Mach das ruhig, mach das. Du könntest vielleicht sogar hier den Dolch einmal wechseln. Dann hast du noch ein bisschen einen besseren. Das würde ich dir gönnen. Okay. Na gut. Aber ich würde sagen, können wir mit den anderen nochmal reden? Liliana? Kann ich euch irgendwie helfen? Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Nee. Kann ich mit Morrigan reden? Kann ich mit Morrigan ein bisschen Romantik verbringen, wenn sie so nett, also wenn wir sie so nett finden oder sie uns jetzt so sehr mag? Ich erwarte euren Befehl. Ihr steckt wirklich voller Fragen. Scheinbar nicht. Vielleicht, nachdem ich mich für Zephran entschieden habe, kann ich das mit den anderen nicht mehr. Das kann natürlich auch sein. Wäre ein bisschen lame, aber ich meine, ich habe das Gefühl, mit Alistair habe ich es verpasst, die Chance. Was ist Was habt ihr auf dem Herzen? Ihr stört nicht. Nö. Okay, alle keine besonderen Gesprächsoptionen. Zephran? Taliesin ist tot, nehme ich an. Sonst wärt ihr wohl kaum zurückgekommen. Dann ist es also wahr. Ich bin von den Krähen befreit. Taliesin? Sie werden annehmen, dass ich zusammen mit Taliesin gestorben bin. Solange niemand ihnen das Gegenteil berichtet, werden sie nicht nach mir suchen. Das wäre gut, nicht wahr? Sehr gut sogar. Darauf hatte ich gehofft, seit ihr beschlossen habt, mich nicht zu töten. Sehr schön. Ich könnte jetzt vermutlich gehen, wenn ich das wollte. Ich könnte weit weggehen. So weit, dass mich die Krähen niemals finden würden. Aber ich könnte auch bleiben. Immerhin habe ich geschworen, euch zu helfen. Und die Welt zu retten ist eine Aufgabe, die man bis zum Ende durchziehen sollte. Findet ihr nicht? Wäre zumindest nett. Ich würde mich freuen, wenn ihr bleibt. Dann werde ich bleiben. Ich halte zu euch bis zum Schluss. Sofern ihr nicht vorher meiner überdrüssig werdet. Oder ich sterbe, oder ihr sterbt. Wie auch immer. Widmen wir uns also wieder der aktuellen Aufgabe. Es gibt doch sicher noch viel zu tun. Das hat jetzt ein wenig, da hat er jetzt ein wenig verunsichert geklungen, von wegen so, ich bleib da. Also außer ihr sterbt, oder ich sterbe, oder wie auch immer. So also ein bisschen, Was ist euer Begehr? Fragen beantworten? Also schön. Aber ich betrachte das als Bettgeflüster. Nö. Okay. Keine letzten... Zu euren Diensten. Keine letzten romantischen... Natürlich. ...Momente. Was kann ich denn Privates fragen? Oder kann ich ihn auch nur bitten zu gehen? Nun, wir sind im Lager. Dann können wir es doch sofort hinter uns bringen, oder? Ich kann ihn bitten, in meinem Zelt Gesellschaft zu leisten. Kann ich das die anderen auch fragen? Wie ihr wollt. Dann lasst uns aufbrechen. Moment. Morrigan? Bisher hatte ich bei Morrigan immer nur die Option, sie zu fragen, warum sie überhaupt hier ist und dass sie gehen soll. Deswegen möchte ich jetzt einmal kurz herausfinden, wenn ich was Pünktliches frage. Das kann also gerne auch gleich sein. Nee. Okay. Enttäuschend. Spricht was dagegen, mit Alistair auch eine romantische Beziehung anzufangen? Ich finde nein.
Alistair. Zu euren Diensten. Einfach nur, weil ich es kann. Wir sind im Lager. Dann können wir es doch sofort hinter uns bringen, oder? Und er schien auch die ganze Zeit Interesse an Lina zu haben. Deswegen finde ich, vor der letzten Schlacht, wisst ihr, uns steht eine Schlacht bevor. Wir als graue Wächter werden ganz vorne stehen. Ich finde, es ist eine gute Gelegenheit, nochmal so eine Nacht zu verbringen miteinander. Euer Zelt. Ah. Oh, oder nicht? Die meisten würden so eine Chance wahrscheinlich mit Wonne wahrnehmen, aber ich weiß nicht, ob ich bereit dafür bin. Es ist ein großer Schritt. Das hört sich sicher ziemlich idiotisch an. Ich meine, eine großartige Frau wie euch zurückzuweisen. Ich muss verrückt sein. Alles gut, verstehe ich. Ist in Ordnung. Ich wurde eben dazu erzogen, derlei Dinge ernst zu nehmen. Ja, nee, ist okay. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht abgestoßen. Das ist in Ordnung, Alistair. Also, nachdem ich das mit der mir eigenen Großartigkeit hinter mich gebracht habe, kann es weitergehen. Am besten mit einem kalten Wasserguss. Haben ja nur gefragt. Jetzt möchte ich aber einmal noch gucken, ob ich Liliana fragen kann. Kann ich euch irgendwie helfen? Weil ich finde... Nein, okay. Ich hatte das Gefühl, Liliana mag uns auch. Okay, na gut. Dann nicht. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob Alistair Interesse hat. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, dass wir was mit Zefran schon hatten. Und er jetzt irgendwie sich denkt, so, vielleicht doch lieber nicht. Oder ob das generell einfach Alistairs Ding ist, zu sagen, so, vielleicht noch nicht. Ich meine, seine Zuneigung ist ja auch nicht irgendwie Maximum. Ist bei 48. Und andere Leute haben eine höhere Zuneigung. Deswegen kann das natürlich sein, dass es daran auch liegt. Ich meine, Zefran ist plus 62. Er ist absolute Zuneigung. Aber ja, naja. Ich würde sagen, ich beende die Folge mal hier an der Stelle. Hier im Lager ein letztes Mal, wo wir uns noch auf den großen Kampf vorbereiten können. Und das nächste Mal brechen wir auf nach Redcliff und zur letzten Schlacht gegen die dunkle Brut. Wenn ich das nicht falsch verstehe. Bis dahin, Leute. Ciao.